Herzlich willkommen zur ersten Folge OpenTD im Multiplayer mit dem Felix. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich würde sagen, wir machen mal Pause hier, wa? Auf geht's. Oder willst du erst nochmal was aufbauen, dann machen wir die Pause weg. Oder kannst du in der Pause im Menü überbauen? Ja, theoretisch glaube ich schon. Ja, okay. Bahnhof. Okay, du kannst doch nichts bauen, wenn das Spiel angehalten ist. Okay. Anzahl der Gleise. Zwei Bahnstrecklänge. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach stimmt, ich wollte das bauen, das Was bauen. hattest du, was hast du gesagt, was so Landschaftsbau oder sowas ist? Landschaftsbau sind Q, W, E, D und was weiß ich. Okay. Habe ich gefunden. Reise können nicht verlegt werden, Bahnhof muss jetzt abgerissen werden. Alles klar. Dann reiße ich den Bahnhof mal ab. Ja, kann ich tatsächlich schon die abreißen. Muss den Bahnhof noch übersetzen. Alter, ist das verdammt nochmal laut. Zum Glück habe ich den Sound gefühlt dezent in jeder Richtung gedrosselt. Habe ich eigentlich auch. Was ist das denn jetzt schon wieder? Neue Ölraffinerie wird nahe Querfurt an der Elbe gebaut. Alles klar. Das Schöne ist, egal welchen Ort die da sagen, der wird uns sowieso nicht so viel sagen, weil wir einfach 1000 Milliarden Städte auf dieser Karte haben, so ungefähr. Richtig. Neue Bank wird nahe Quedlinheim gebaut. Alles da, ja, baut mal, baut mal. Neue Fahrtsignale. Fahrtsignale. Ich mache hier gleich nichts. Okay. Warum habe ich eigentlich so ein Talent dafür, meine Züge potenziell immer da bauen zu wollen, wo sie ankommen sollen, so ungefähr? Was jetzt noch interessant wird? Der erste Zug erreicht dann Hafen Bergwerk, alles klar. Gut, dass Felix schon mal weiß, wie man Linien erstellt. Du klickst auf deinen Zug rauf, Ja, ich muss ja mal gucken dann hier. auf Ich den mal. gelben Pfeil, dann auf den Bahnhof, wo er soll, dann auf den anderen Bahnhof und dann auf losschicken.
Muss ganz ehrlich sagen, Autosave jeden Monat ist ganz schön schlecht. Vollladen. Entladen. Nein. Ich muss noch mal ganz kurz in die Spieleinstellung hier rein. Autosicherung jeden Monat? Nein, alle 12 Monate. Okay. Wird's lustig, 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 tralala. Betriebsgewinndiagramm. Boah, hat man hier ein Einkommensdiagramm? Prachtleistungsdiagramm? Hat man hier kein... Ah, da, Finanzen. Und wie viel Gewinn machst du? Ich habe schon wenigstens 1200 Einnahmen. Ich habe minus 0. Dafür habe ich aber auch schon 1800 Ausgaben. Könnte meine Züge vielleicht mal anfangen, Geld zu machen, das wird langsam eng. Du musst den Kredit aufnehmen. Aber dafür bist du nicht der Fachmann. Für Kredit aufnehmen bin ich der Fachmann. Richtig. Jetzt kommt erstmal das Witzigste überhaupt. Kann hier Stand hin? Ja, aber was ein Zufall. Jetzt ist erstmal das Wichtigste, dass meine Züge erstmal ins Plus kommen. Dieses Jahr ist er im Plus. Gut. Was bist denn du? Alter, ist der Zug langsam. Du bist noch im Minus. Du bist noch im Minus. Das heißt, ich habe einen Was, im wie Plus. viele Züge hast du denn? 12? 12. Okay. Ich finde es sehr interessant, dass dein Kredit bei 200.000 ist. Zumindest bei dir angezeigt. Dein maximaler Kredit auch bei 1 Million liegt. Und ich einen maximalen Kredit von 500.000 habe und mein Kredit am Anfang auf 100.000 aufgenommen war. Aber okay. Okay. Infrastruktur. Ich bezahle schon 9.000. Ja, ich... Ah, Subvention. Zeig mir mal die Subvention an. Oh, was müssen wir da? Passagiere von Offenburg nach Limheim. Ja, Limmer habe ich gefunden, aber wo ist Offenburg? Nicht auf der Karte. Ach da, von da nach da. Und was kriegst du dafür? Keine Ahnung. Ich finde am besten immer, neue Ölraffinerie wird da und da gebaut, wo ich also denke, jetzt fangen die schon an, neue Gebäude zu bauen. Die sind aber ambitioniert. Ja. Mein erster Zug fährt, mein erster Zug fährt. Jetzt bin ich aber gespannt, was der Zug dann an Einnahmen macht. Stahl. Wahrscheinlich nichts. Wir haben da ein Kohlebergwerk. Dann Kohle. Gera Main. Vorher das Geile ist ja, man hat auch nicht mal Busse, ne? Richtig, dafür hast du aber tausende Züge. Immerhin. Also ich habe einen Zug. Ja, okay. Was hast du mit deinem Geld bitte gemacht?
direkt fünftgleisig gemacht oder wie? Achtgleisig. Ah, verständlich. Wichtig ist es halt erstmal, was macht dann der Zug hier? Weil darauf kommt es an, wenn der Zug jetzt natürlich 5000 macht, dann muss ich umplanen. Weil das zu wenig ist oder zu viel? Zu wenig. Zwölftausend. Okay, da muss ich umbauen. Oh, ich habe es eh falsch gebaut. Warum? Es ist grundsätzlich jetzt erstmal egal. Was auch immer ich jetzt schon wieder für ein Hotkey gedrückt habe, dass mir jetzt auf einmal das alles angezeigt wird, aber das ist egal. Bams, Bams. Betonbrücke oder Holzbrücke? Einmal Betonbrücke. Habe das Gefühl, du spielst schon richtig mit so richtigem Schienennetz und ich denke mir nur so. Das verbinden mit dem, das dahin, dann nochmal im Kreis und das dahin vielleicht noch. Das wirst du noch früher oder später merken, dass du den denkst so, oh. Nicht genug Geld. Leihen. Das ist sowieso sehr interessant, dass du deutlich mehr Budget hast als ich, aber naja. Wieso? Du Jeder hat hast. null gehabt am Anfang. Ja, du hast aber trotzdem maximaler Kredit 1 Million, die habe ich nicht. Das frage ich mich ja jetzt auch, warum Bei das mir dann so steht aber bei komisch dir maximaler Kredit dann auch nur 1/2 Million, wenn ich bei dir auf die Firma gehe. Bei dir steht halt insgesamt, warum auch 1 Million? Was ich nicht verstehe, aber das ist ja egal. war. Ja, keine Ahnung, das wird man dann. Das wird man dann sehen. Oh nein. Ich glaube, ich hätte nicht so ganz so groß bauen sollen. Potenziell im Rahmen der Möglichkeiten, ja.
Das ist alles im Rahmen der Möglichkeiten, ja. Mein Zug ist kaputt. Echt jetzt? Eine Panne. Alter. Das fängt doch jetzt schon wieder gut an. Ey, so kann man doch nur pleite gehen. Ich weiß nicht, was du meinst. Gucken wir mal auf die Bestenliste. Firmentabelle. Phoenix Gaming, Platz 1. Wie viel Einnahmen hattest du letztes Jahr? Vierzigtausend. Und Ausgaben? Jetzt ohne Baukosten? 7.000. Das heißt, du machst sogar schon Gewinn. Soweit so richtig, ja. Okay. Echt, ist doch schon wieder eine Panne. Das da noch hin. 70. 70. Ich glaube, dass du unter Umständen zu groß dimensioniert bist, du Zug. Du könntest unter Umständen zu klein dimensioniert sein. Aber das wäre dann Sinn. Wir bauen jetzt mal weiter. Nicht genug Geld. Dann leihen wir noch mal ein bisschen Kredit. Wie viel Kredit hast du? 140. 140? 340 vielleicht? Ist doch nett. Ich meine, ob du dich von dich eventuell verlesen hast. 140.000. Ich glaube, ich habe mich nicht verlesen. 340. Dann wollen wir mal warten, dass hier ein paar Züge ankommen und mein Geld wieder mal ein bisschen Gase gibt. Jetzt weiß ich aber, warum du Holz machst.
Warum? Weil es Arsch viel Kohle gibt. So ganz potenziell. Ich weiß, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ich sonst immer mit Holz angefangen habe. Du meinst, du nicht im Dorn kaputt gehen würden? Oh, da fährt mein Zug. Los, fahr da mal ein bisschen schneller raus. Ich brauch den Weg da oben. Wenn du hier schon auf dem falschen Gleis fährst. Los, komm, gib Gas da oben. Gib Gas da oben. Dein Zug kommt hier schon. Okay, wer ist kaputt gegangen? Oh, echt jetzt. Wie war denn das jetzt mit den Signalen? Ich brauche einen. Blocksignal. Okay, das wird schon. Also ich kann auf jeden Fall schon mal behaupten, dass ich letztes Jahr 15.000 Versuche gemacht habe und dieses Jahr 21. Schön. Ach, guck mal, beim Betriebsgewinndiagramm sieht man doch dich auch noch mit dabei. Dann kann man mal sehen, was Felix an Gewinn macht und was ich an Gewinn mache. Das ist eine Lüge. So viel Gewinn mache ich gar nicht. Sonst würde mein Kredit ja nicht immer weiter steigen. Ja, es ist ja nur der Betriebsgewinn, ohne Baukosten halt, ne? Ich hatte doch nur Baukosten im gesamten Spielverlauf von 209.000. Und bin bei 140.000 Kredit. Du hattest im ersten Jahr alleine schon so viel Baukosten. Ja, unter Umständen. Mal überlegen, also 300. 300. Nein, nicht 300, sondern 150 kriegst du mit. Du warst jetzt aber 300, das heißt, der Zug muss da nochmal. Ist der damit schon überfordert oder was? Die große Frage ist, unter welcher Bedingung kann man denn noch eine Betonhängebrücke, wann eine Betonbrücke und wann eine Holzbrücke bauen? Ab einer gewissen Länge wird das nicht Ja, mehr möglich. Hängebrücken ab, glaube ich, 12er Länge. Ich kann Holzbrücken hier eine immer. Hol Hängebrücke schon ab 5 machen. Ich habe keine Ahnung, wie das System funktioniert. Ja, Aber bei Holz, 15 okay. kann ich auf einmal nur noch eine Holzbrücke bauen. Okay. Weil das Problem ist halt, dass du eigentlich eine Brücke brauchst, die halt
eine Hängebrücke ist, also eine Betonhängebrücke, weil deine Züge ja auch schon 60 fahren jetzt. Oh, bei. Ja, ich habe ja hier so ein Ding habe ich hier gebaut, hier so eine Betonbrücke, Ja, die schafft ja, Hängebrücke. glaube ich, die normale Betonbrücke 80. schafft ja 48, die Betonhängebrücke, wie du hast, da 80, ja. Nicht genug Geld. Okay. Du produzierst 70 Tonnen Holz. Du produzierst noch 5. Ja, siehst du, guck mal, mein Wald hier vorne hat die Produktion schon jetzt erstmal um 50% gesenkt. Und schon bin ich im Arsch. Ist doch wundervoll, oder nicht? Mehr oder weniger. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dein Gewinn ist halt konstant, ne? Weil du hast nicht so einen Schrecken wahrscheinlich. Yep. Ich muss jetzt auch mal gucken, wo ich den Felix hier finde, ob ich ihn überhaupt hier irgendwo finde. Ach, hier oben. Ja, genau. Wald und noch ein Wald und dann einfach da lang. Ach so, da baut er gerade den neuen Wald. Nee, den alten Wald anders. Okay, und dann bringt er, was macht er hier? Getreide nach dahin. Ach so, dann macht er Stahl. Ach, aha. Aber bei dir hört man auch nur. Pff, pff. Gut, dass ich den Sound aus habe, sonst ist es sehr leise. Toll, jetzt muss ich erstmal wieder 5 Wochen warten, bis ich wieder Geld habe. Wieso kannst du keinen Kredit mehr aufnehmen oder was? Doch, aber wozu? Ich mache so viel Geld, dass ich das, was ich mit dem Kredit aufnehmen kann, gefühlt mir auch ersparen kann, mehr oder weniger. Aber warum? Du bist da. Oh. Oh, Was war das? das Passagierschiff ist jetzt erhaltbar. Kapazität 100 Passagiere, Betriebskosten 2000 im Jahr, 32 km/h, kostet 24.000. Ja, gut. Okay. Wie und wann und wo bringt man den Warenkisten weg? Ab einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, an die Städte halt. Felix, sein Betriebssystem geht einfach erstmal immer nur nach oben und immer weiter nach oben. Ist ein Anzeigefehler, ist ein Anzeigefehler, keine Angst. Und deiner geht immer weiter nach unten gefühlt. Ich habe aber erstmal 400.000 Kredit. Dafür bist du, glaube ich, insgesamt fürs spätere Spiel mit dem, was du, wie du es gebaut hast, besser aufgestellt als ich. Werden wir sehen. Vor allem, wenn ich mir so angucke, wie ich mich selber manipuliere, indem ich gewisse Gebäude sehr gut richtig rumdrehe. So, Depots zum Beispiel. Ich habe einen entscheidenden Fehler gemacht. Ja, einen Monat mache ich halt Geld, einen Monat mache ich kein Geld. Einen Monat mache ich Geld, einen Monat mache ich kein Geld. Es ist halt bei mir durch die weiten Wege noch nicht ganz so, ich sage mal, Funktional. ausgeglichen.
Richtig. Gut, aber dann würde ich sagen, hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.